Unfassbar. Man muss es wirklich einmal selber erlebt haben, hier in Hamburg im Studio zu stehen bei Laferlichter Lecker. Und ich kann Ihnen versichern zu Hause, diese Stimmung ist echt. Das sind keine eingespielten wie in anderen Sendungen. Nein, das Publikum freut sich nur so wahnsinnig auf das leckere Essen. Und ich versuche heute auch wieder lecker zu kochen. Und zwar gibt es einen weißen Schokoladenpudding mit eingeweichten Amaretini. Ist dabei, oh Kinder, allein der Pudding ist schon ein Träumchen. Und dann gibt es ein kalbsgeschnetzeltes mit Wildreis dazu. Ja, aber das alles ist nichts weiter, wie soll ich sagen, wie ein Sonnenuntergang nach einem traumhaften Tag. Und den bereitet uns mein Johann. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder für Sie kochen dürfen. Und ich hoffe, Sie haben viel Spaß. An meiner Seite gibt es zwei Gerichte. Und zwar zum einen werde ich machen ein Fischgulasch Stroganow. Sie kennen möglicherweise das vom Rindfleisch aus Russland, also ein Stroganow-Gulasch aus Fisch. Und zum zweiten werden wir dann machen so wunderschöne Meerrettich-Blinis. Dazu gibt es eine Apfelcreme und Räucherlachs. Also zwei Gerichte hier. Ja, ich bin damit zufrieden, zumindest mal was die Resonanz der Zuschauer anbelangt. Und ich muss noch machen. Und ich freue mich auch sehr, dass er heute auch wieder da ist. Denn was wäre diese Sendung ohne Zutaten? Und eine der wichtigsten Zutaten ist Horst. Ach, Johann. Da wäre mein Schmuckstück. Ach, Johann. Schmuckstück. Ach, nee. Ja. Also, wir machen jetzt die Sendung bald 9 Jahre zusammen. Das sind 8 Jahre. Jetzt kommt bald das 9. Jahr im Dezember. Ja. Und ich muss sagen, für mich ist heute eines der Höhepunkte, weil heute kommt jemand, den ich wirklich verehre. Und ich muss wirklich sagen, dass wir das geschafft haben, Sie zu bekommen, finde ich außergewöhnlich und ich bin sehr glücklich. Ich weiß, es ist eine Grande Dame auf deiner Seite. Ja. Und ich muss sagen, ich habe auf meiner Seite heute, und da können sich zu Hause alle sehr drauf freuen, einen Grand Herr auf meiner Seite. Wirklich, er ist für mich ein Fernsehidol. Er hat das deutsche Fernsehen geprägt. Und das in vielerlei Hinsicht. Und ich muss sagen, er ist der Einzige, der dreimal nach Hamburg gereist ist für eine Sendung, in der wir mehr oder weniger mit dabei sind. Beim ersten Mal wurde ihm nicht gesagt, dass eine neue Stufe ins Studio eingebaut wurde und er fiel hin. Das zweite Mal war er auf Johanns Seite und kurz vorher war er zu Hause im Umbau beteiligt, wodurch er einen wunderbaren Beckenbruch erlitt, aber trotzdem kam. Bei diesem Mal dachten wir, wir kriegen ihn heil hierhin und an einem Stück. Nein, da springt ihm die Autobahn aus der Fahrrinne raus, sein Auto wird zerrissen und trotzdem ist er hier, um mit uns zu kochen, meine Damen und Herren. Und er hat auch mal bei der Deutschen Bundesbahn gearbeitet, aber darüber mehr später. Johann, unsere Gäste sind? Moment, erst muss ich noch sagen, das ist die einzigste Frau, die einen Golden Globe gewonnen hat, für mich, die Audrey Hepburn in Deutschland. Hier ist Christine Kaufmann. Und Hans Weiser. Ganz bezaubernd. Lieber Hans, ich muss ja mit dem Unfall vorher sagen, weil, falls wir heute lachen, bitte ruhig, weil es tut ihm überall weh. Nein, wer lacht, wird des Studios verwiesen. Mir geht's nicht gut. Mir geht's hervorragend. Wir kochen jetzt. Also von der Grundstimmung her geht's hervorragend. Nur der Körper ist heute. Ja, ich habe halt einen alten Körper. Als ich heute Morgen meine Unterhose anzog, das war eine Comedy-Nummer, weil ich komme weder runter noch hoch. Es tut alles weh. Wer hat da gelacht? Ja, ich sag ihr, wir schreiben dann auf, die dürfen nie wiederkommen. Aber es gibt diese wunderbaren Grillzangen, damit kriegst du die Hose super hochgezogen, habe ich auch mal gehabt. Mit der Grillzange? Ja, weil da musst du dich nicht bücken. Ja, die besorge ich mir nachher. Wo hast du die her?
Johann ist unser Grillgott, der hat immer welche dabei. Gib mir bitte, ne? Gib mir das deine wird Zange. Funktionieren. Der kocht schon, die fangen schon an. Ja, sollten wir auch. Ja, bitte, Wolf, was muss ich machen? Ganz vorsichtig hier vorne, du machst diesen wunderbaren Pudding. Ja. Hier ist übrigens das Puddingpulver. Schön einrühren, die Milch mit. Dankeschön, Johann, du bist so lieb. Ja, genau, einfach die Strümpfe kann man damit auch hochziehen. Entschuldigung, ich wollte doch nicht lachen. Ich wollte nicht lachen. Ja. So. Hans, komm, gib's einfach her. Ich leg's mal weg so lange. So. Johann braucht ihn nicht mehr. Nee, der Nein. trägt keine Unterhosen. Ich hab's nicht gesagt. Hans, du bist eine Fernsehlegende. Ach, Nein, ist so. Ich bin ein alter Sack. Nein, du bist kein alter. Nein, mehr darfst du nicht sagen. Alter Sack ist blöd. Und das ist jetzt auch keine Schleimscheißerei von mir. Du bist für mich deutsches Fernsehen. Muss ich ganz einfach so sagen. Lachen. Ja, nicht nein, lachen, pass nein, auf. Ja. Radio, du bist mit 15 schon zum Radio. Ja. Und dann hast du aber auch mal bei der Deutschen Bundesbahn gearbeitet. Das finde ich eigentlich die geilste Geschichte von allen. Das war das Allerschärfste. Ich habe mein nicht vollendetes Studium, weil ich wusste vorher schon alles, habe ich finanziert als Schlafwagenschaffner bei der Deutschen Bundesbahn. Als Schlafwagenschaffner? Als Schlafwagenschaffner, ja. Als Liegewagenschaffner. Das war mein Traum. Ich war erst Liegewagenschaffner, dann bin ich befördert worden zum Schlafwagenschaffner. Ja. Hochgeschlafen. Ja, liegen sowas, und dann nein, schlafen. Nein, ja. Wir durften nicht schlafen bis zurück. Da kamen immer Kontrolleure, die stiegen dann in Frankfurt ein. Und ohne Uniform und dann in Gießen. Können Sie mal die Wagenpapiere zeigen? Haben Sie was schwarz verkauft? Ich habe nie was schwarz verkauft. Nein. Nie, nein, nein. Nein, nein. Das ist mein Job, mach du deinen. Achso, entschuldige bitte, ja. So. Was macht denn ein Schlafwagenschaffner? Also ein Schlafwagenschaffner, ich muss das ja kochen hier. Ja, ich mach das heiß. Ja. Ist jetzt heiß? Ja, doch heiß, ja. Ein Schlafwagenschaffner muss im Schlafwagen, wie viel waren das denn? Weiß ich nicht mehr. Im Liegewagen waren es 66 Betten beziehen. Ehrlich? Und die Kopfkissen, was heißt ehrlich? Denkst du, ich lüge? Der Schaffner muss selber beziehen. Ja, klar, der Schaffner. Deswegen ist es auch eine wichtige tragende Funktion gewesen. Das Problem war, ich bekam in den ersten 14 Tagen immer einen Anschiss, weil ich so einen großen Kopf habe. Und bei mir passte keine Uniformmütze. Und das war Pflicht. So, du hast einen großen Kopf und deswegen hatten die keine passende Mütze. Ich habe, glaube ich, 61 oder 63. Und solche großen Köpfe gibt es bei der Deutschen Bahn nicht. Ich habe 59. Ja, deswegen haben die auch immer Verspätung. Nach einem Ärger mit meiner Frau. Wie nach dem Ärger mit deiner Frau? Ja, dann schwellen bei mir hier die Adern an. Bei mir sonst habe ich 56. Bei mir schwillt der Hals, dann habe ich 61. So, und kam dann so eine Mütze? Ja, dann kam so eine Mütze. Und ich bin ja mal gefahren, Stuttgart, Frankfurt Hauptbahnhof, Hannover, Bremen, Bremerhaven, Leer. Du kannst schneiden, ohne hinzugucken. Ja. Und dann die nächste Nacht zurück. Und die Nacht drauf bin ich gefahren. Stuttgart, Basel, Genua, Ventimiglia. 4,5 Stunden. Guck mal, du kannst rühren, ohne hinzugucken. Ja. Wir können beide was, ohne hinzugucken. So, also Basel. Und dann Chiasso, Genua, Ventimiglia. Und wieder zurück nach 4,5 Stunden Aufenthalt. Es war schon ein harter Job. Aber hat Spaß gemacht. Dein Ding kocht da. Ja. Sind auch schon mal außergewöhnliche Sachen passiert? Ja, es stieg einmal in Basel Rosi ein. Rosi hatte irgendwie ein bisschen viel Wein getrunken oder Bier und machte es sich im Dienstabteil bequem. Und als Rosi dann sagte, sie wollte jetzt schlafen und sich begann auszuziehen, das kocht immer noch. Ja, muss. Habe ich das Dienstabteil abgeschlossen und Rosi eingeschlossen und habe den Zugchef geholt. Ach, du hast dich verweigert? Ich habe mich verweigert, ja. Oh. Man muss ja nicht alles machen, was man kann, nicht? Nee, stimmt. So, man soll nur das machen, was man kann. Ich mache jetzt hier auch kleiner, so, ja, damit es nicht mehr kocht. Bei dir brennt das Wasser gleich an. Ich würde jetzt erstmal gerne mit unserer liebe Christine, ein paar Dinge klären. Erstmal machst du jetzt das Apfelmus. Du machst das die Äpfel in einen Topf mit Zucker, Butter. Mhm. Dann kommt noch dazu etwas Weißwein und Zitronensaft. Dann musst du die komplett einkochen, damit das ein schönes Mus wird. Ja. Und ich mache jetzt gleich erstmal, und das ist vielleicht das Wichtigste, die beiden zu begrüßen. Ich mache jetzt erstmal etwas für unsere Küchenschlaggewinner. Wir freuen uns, dass sie hier sind. Erich Eschlimann und Markus Fütter. Kurz.
Christine, kannst du bitte mal auf die Kartoffel, auf die Reibekuchen aufpassen, dass sie nicht anbrennen? Okay. In der Mitte, ja. Das wäre schlecht, sonst haben unsere Gäste nichts zu essen. Pass auf, wir raten mal. Einer von diesen Herrschaften, ich sag jetzt nicht wer, ja, ist Friedhofsplaner. Friedhofsplaner. Und hat trotzdem die Küchenschlacht gewonnen oder vielleicht gerade deswegen. Jetzt rat also ich habe jetzt, also jetzt mal ganz ehrlich, ich habe diesen Zusammenhang jetzt nicht ganz verstanden. Was hat ein Friedhofsplaner mit Küchenschlacht zu tun? Er hat teilgenommen und gewonnen. Und kocht mit Kreuzkümmel. Tja. Also man muss Gott sei Dank nicht alles verstehen und nicht begreifen, aber ich gehe davon aus, dass... Genau, dieser junge Mann hier aus der Schweiz, Architektur studiert. Ja. Jäger aus Leidenschaft und er hat selbst im Sommer, also es war ja im Prinzip so, hat er sensationell lecker gekocht gewonnen und ganz viele Gerichte mit Wild. Und der Beruf hat mich ja von der ersten Sekunde an extrem fasziniert, wie man bei mir sich unschwer denken kann. Ne? Ja, sag einfach mal, wie du zu dem Job gekommen bist, ganz kurz und knackig, weil ich höre seinen Dialekt so gerne. Ich auch. Ja, das ist schon speziell. Also man hat mir gesagt, es sei ein Gartenbaubetrieb, der plant. Und sie suchen dort einen Geschäftsführer. Und dann ging ich halt dorthin und da musste man halt Friedhof planen. Ja. Und da, so kam man rein und nach den Jahren ist man plötzlich Spezialist. Und ja, es ist wirklich ein Job, der nicht alltäglich ist, aber sehr spannend natürlich. Ja. Markus, Schwitterer kommt aus Ulm. Genau. Kurz vorm Ende der Doktorarbeit, ja? Ja, da hoffe ich jetzt, dass wir die nächste Woche abgeben können. Und dann dauert es noch so ein bisschen, bis sie dann eingereicht ist, durch Gremien durchgeschaut, ob er auch nichts abgeschrieben hat und jetzt nur verteidigt. Aber dann war es aber Doktorarbeit als Mediziner oder Doktorarbeit in einem anderen Bereich? Nee, als Mediziner. Als Mediziner. Das heißt, wenn hier heute irgendwas schief läuft, bist du da. Dann könnt ihr mich rufen. Dann halt mich gut im Auge. Neben dem Thema Medizin ist auch deine große Leidenschaft das Kochen. Genau. Ich habe gelesen, du hast schon diverse Praktikas gemacht in guten Restaurants. Ja, da war ich in Ulm und war noch in Berlin. Jetzt schaue ich mal, ich komme auch gerne mal in der Stromburg vorbei bei dir, wenn es halt die Möglichkeit gibt. Ja, das läuft, jetzt hast du eine Eier. Hier kannst du offen sprechen. Im Fernsehen muss er einfach ja sagen. Ich wollte noch was fragen jetzt. Was hat oder gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Medizin und Kochen? Gutes Essen ist die beste Medizin, stimmt's? Bis zum einen. Genau. Aber ein Satz noch von mir, dann bin ich weg. Aber ich weiß, was er damit meint. Ein Chirurg, wenn du einem Chirurg zuguckst, wie der arbeitet, wie sorgsam, wie exzellent, weil es geht ja ums Leben, dann sieht man im Prinzip Johann in der Zubereitung der Speisen. Wie ein Chirurg arbeitet er. Weil er weiß, es geht um alles. Ich stell mir gerade vor, wenn ich meinen Schlüssel baniere und dabei denke, wie ich sonst die Leber operieren würde. Ja, ich hatte die ganze Schokolade rein. Die ganze Schokolade rein. Jawohl, so. Einfach schön reinknubbeln. Das hast du übrigens schon sehr schön gemacht. Das sieht lecker aus. Ja, natürlich. Hast du schon probiert? Nee, muss ich. Hast du einen Löffel? Oder gehe ich mit dem Finger da rein? Nee, hilft manchmal, wenn man sich nachher verteidigen muss. Ach so, ja. Ach, da sind die Löffel, ja. Hab ich nicht gesehen. Guck mal, du hast 14 Jahre Notruf gemacht. Ja, deswegen. Ja, nicht deswegen. Notruf war ja, weil es passiert. Es ist heiß. Ach so, ja klar, ist ja auch im Ofen. Ich sag mal, wer ist denn auf die Idee gekommen für diese Sendung überhaupt? Weil die hat ja wirklich Leben gerettet. Für Notruf? Ja. Ja, da war ich ja noch Nachrichtenmann bei dem Sender, bei dem ich damals gearbeitet habe. Und um 5 Minuten vor 6:30, um 6:45 war die Sendung, klingelt das Telefon, da sagt eine Stimme, hallo Hans, hier ist Rudi Carrell, ich muss dir was sagen. Und dann habe ich gesagt, du Idiot, habe aufgelegt, weil ich dachte, irgendein Mensch verkackert mich. Nach 3 Minuten klingelt es wieder, hallo Hans, rechne ich auf, hier ist Rudi Carrell, ich muss mit dir was bereden. Ich kann den nicht so nachmachen. Und es war wirklich Rudi Carrell. Die ersten 2 Jahre hat Rudi Carrell... Du hast ihm beim ersten Mal wirklich gesagt, du Idiot, und hast einen Hörer aufgeknallt. Ich habe was viel Schlimmeres gesagt, das sage ich aber hier nicht. War das das A-Wort? Mit H am Schluss. Ja, mit A am Anfang und H am Schluss. Und L in der Mitte. Ja, ja, und da ist auch noch ein O bei. Und ein C. Ja, und dieses S. Und das CH und das R. Ja, ja, oh, und jetzt... Das ist wir würden niemals Arschloch in der Sendung sagen. Bist du wahnsinnig? Nein, 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 nein. Ich habe das ja nicht gesagt. Nein, und dann...
Warte, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen abschwächen. Behalten alles im Kopf. Ich war Johann, ja. Das sieht fantastisch aus. Wann hast du das denn gemacht? Ja, jetzt gerade. Weißt du, was ich da zwischendurch alles mache? Ich, ich habe hier Lachs da gemacht mit Räucherlachs auf schönen Reibekuchen. Jetzt kommt da drauf Schwarzwurzeln frittiert. Siehst du hier für unsere Küchenkraftgewinner? Dann habe ich hier ein bisschen Petersilie frittiert. Das mag ich ja sehr gerne. Das hat man in den 70ern viel gemacht. Aber das hat man jetzt für mich. Also ich habe es für mich wieder entdeckt. In den 70ern. Du bist ja so ein riesiger. Das ist so mit der Petersilie, Johann. Sag mal, Christine. Das darüber jetzt. Ja, schön. Alles gut. Du machst hier die Eigebrein. Hier. Genau. Die Eigelbe und das Eiweiß extra schon. Und das Eiweiß hier rein. Genau. Das ist ja wenig hier. Ich hätte mehr genommen. Du hättest mehr Schnaps genommen. Ja, klar. Soll ich noch was kommen lassen? Ja, noch eine Pulle her, komm, das reicht. So, Christine, fertig. Du hast ein tolles Buch geschrieben, Lebenslust und Schönheit. Was ist denn das genau? Erzähl mal. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt erzählen kann. Warum? Weil ich jetzt Eigelb vom Eiweiß trenne. Und das ist wirklich so ein kritischer, wer kennt das nicht? Da kann man leider nichts anderes machen. Aber sobald alles fertig ist, erzähle ich episch drüber. Gut. Aber es geht doch um die Anmut der Frauen in diesem wunderbaren Buch. Unter anderem. Also und ich habe mich so sehr darauf gefreut, ja, dass du darüber erzählst. Wirklich? Ja. Ja. Du siehst doch, ihr seht auch beide aus wie Männer, die das schätzen. Okay. Ja, erzähl mal. Ja, ist aber so. Okay. Ja. Ich würde auch gerne noch mehr. Moment, ich muss mein Fleisch kurz wegtun. Christine, erzähl mal, was ist denn das jetzt zum Beispiel? Warum geht es immer nur um die Schönheit der Frauen? Ich bin wirklich zu aufgeregt jetzt. Ich bin überhaupt keine Frau, die zwei Sachen auf einmal tun kann. Multitasking ist an mir vorbeigegangen. Okay, nein. Okay. So, Johann, koch mal, damit sie das in Eiweiß Ruhe erzählen ist da kann. Drin, Eigelb da so, drin. Dann machst du zu dem Eiweiß dazu, zum Eigelb dazu diesen Vorteig aus. Genau. Hefe, warmes Wasser und diesen Buchweizenmehl. Das kommt dort rein. Alles rein, das auch noch rein. Und dann reibst du dazu noch Meerrettich. Okay. Und dann machst du das Eiweiß, schlägst du auf und hebst. Ich bin sicher, dass das stimmt. Ich verlasse mich jetzt auf dich, weil es ist zu spät sonst, also, sich irgendwas anders zu überlegen. Ich kann auch nur eine Sache haben. Ich kann zumindest die Rezepte auswendig lernen. Ja, okay. Okay. So. So, frisch für euch ein schönes Lachs da auf Rösti mit Räucherlachs. Bitte sehr, vielen Dank. So, in deinem Buch sprichst du von verjüngender Nahrung. Ja, ist das hier verjüngende aber Nahrung? Kennst du das schon? Christine, ich wollte mich nicht outen, aber ich lese deine Bücher. Und ich inhaliere sie wie den Sauerstoff, den ich zum Leben brauche. Bitte nicht. Oh, doch. Ja, seitdem nein, ich weiß, dass du auf Brusthaar stehst. Ja. Ist wahr, ne? Stimmt doch, oder? Männer! Ja. Aber ich weiß auch, du bist ein bisschen verliebt in meinen Johann. Du kannst es offen zugeben. Ich kann in der Beziehung wirklich teilen. Lass uns sehen, ob ich jetzt versage oder nicht. Nein. Nein? Du versagst nie. Okay, also, weil ich das. Zum Beispiel suche ich jetzt etwas. Ja, Johann, helf mal ganz kurz, damit nein, sie was erzählt. Womit rühre ich das? Das womit kann ich rührst? Doch nicht mit dem Ei. Das, nein, also das du schlägst zuerst das auf. Das ist mir auf. Klar. Aber dann kannst du den Schneebesen nehmen, um das Gerät zu rühren. Okay, kannst du beides mischen. Alles klar. Ja. Guck mal, da kommt noch. Da weiß man, immer, nein, da weiß man, was ist Apfelkompott, nicht für das. Ja, ja, okay. Ja, ja. Ob wir das noch rauskriegen? So, alles gut. Das ja? Also im Laufe der Sendung kriegen wir das raus. Meinst du? Was? Ihr seid aber auch ein schnuckeliges Pärchen. Ja. Hallo. Johann. Du musst nicht eifersüchtig werden jetzt. Sei mal locker bleiben. Johann, ich habe sogar gehört, dass sie findet, dass du ausgesprochen schöne Haut hast. Ja. Stimmt's? Christine, ich will das nicht mal selber erzählen, sonst plaudere ich noch mehr aus. Was muss für dich ein Mann alles haben? Meinst du nicht, dass hier etwas Salz rein sollte? Eine
Entschuldigung. Ich frage dich, was muss ein Mann alles haben? Meinst du nicht, da muss ein bisschen Salz rein? Ein ganz kleines bisschen, danke schön. So. Christine? Also Isabelle Allende hat ein wunderbares Buch geschrieben über die Verbindung Erotik und Kochen. Ehrlich? Und ich wollte eigentlich einiges davon auswendig lernen, aber im Zug ist mir so schlecht gewesen, als ich gelesen habe. Deswegen komme ich jetzt gedichtlos zu euch. Du, aber im Zug war der falsche Schaffner, verstehst du? Hans Meiser war drin. Nee, aber sag mal jetzt ganz ehrlich, was, die hat ein Buch geschrieben über Kochen? Nein, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt über Verjüngung, weil ich mich mit 65 entschieden habe, ich möchte gern noch mal jung werden. Und zwar mit dem Wissen des Alters, was natürlich wahnsinnigen Spaß macht. Und ein großer Teil davon war verjüngende Küche. Das ist aber wahrscheinlich das, was ihr sowieso macht. Frisch und die Küche des Marktes, also nichts von weit weg, nichts eingefroren, nichts von weit her, sondern einfach selber zubereitet, mit Lebenslust und Vergnügen. Ja, das machen wir doch hier, jeden Tag. Ja, guck mal, genau. Nur frische Produkte. Guck mal, der Herr. Und, ich bin jetzt fast fertig pass auf, mit dem Eiweiß. Und ich kann dir etwas sagen, was ich auch toll finde. Als ich klein war, vor über 50 Jahren, gab es schon mal meine Mutter Pudding. Und heute beim Horst gibt es ihn immer noch. Also der hat alles sie behalten, was es manche früher Sachen, manche Sachen werden nicht alt. Dankeschön, Christine. Danke. Was heißt, manche Sachen werden nicht alt? Du manche zum Beispiel, Sachen Johann. Manche Sachen werden immer wieder neu entdeckt, wenn sie gut sind. Horst. Da weiß ich aber nichts von. Und dazu gehört eben auch der Pudding offensichtlich. Wo wir gerade so nett am Plaudern sind, Hans. Du hast dein erstes Interview fürs Radio damals im Sexshop geführt, ne? Das war unglaublich. Stimmt, ne? Ich wusste also in dem Alter noch gar nicht, was Sex ist. Das ist mir ja bis vor kurzem auch so gegangen. Ich war ganz überrascht, als Johann mir sagte, dass es zweierlei Geschlechter gibt. In der Zwischenzeit. Oh! Mach mein Ding kaputt hier. Nein, ich bin ja. Es gibt wesentlich mehr. Ja, stimmt. Okay. In der heutigen Welt gibt es mehr Geschlechter, ne? Genau. Ja. Hans, aber erzähl mal, wie ist das zustande gekommen? Na, damals, es war 1900, lass mich nachdenken, 69 oder 68, hat in Stuttgart, wo selbst ich aufgewachsen und erzogen worden bin, obwohl ich ein Fischkopf bin, hat der erste Sexshop von Beate Use aufgemacht. Also südlich der Mainlinie. Und das soll jetzt keine Werbung sein, weil es gibt ja auch noch viele andere hervorragend geführte Geschäfte, die diese verjüngenden Sachen verkaufen. Ne? Ich habe nur den Namen der Dame genannt, nicht des Unternehmens. Stimmt. Ja, so. Und dann sagte mein Chef damals, geh doch da mal hin. Und das war relativ lange. Damals gab es noch keine E-Mails und keine Handys und weiß ich was mit Briefverkehr. Und dann hatte die Stadt, in der dieses Unternehmen zu Hause ist, in der es auch viel rumzutrinken gibt, gesagt, okay, ich darf das machen. Dann war ich morgens um 9 Uhr da. Und dann kamen da Leute rein und ich war da halt dann mit dem Mikrofon und mit dem Tonbandgerät. Und dann kam ein älterer Mann an, der hatte keinen Zahn im Mund. Keinen Zahn? Nee. Und der war dann bereit, mir meine Fragen zu beantworten. Und dann sage ich, wieso gehen Sie denn hier hin? Und sagt, ja, wie ist es? Man muss ja sehen, was es Neues gibt im Sex, gell? Ich kann es auch übersetzen auf Hochdeutsch. Man muss halt mal schauen, was es Neues gibt im Sex. Das hat er gesagt, richtig. Ohne Zahn im Mund. Und dann habe ich gefragt, ob er was kaufen würde. Neu, das ist mir zu teuer, hat er gesagt. Sag ich, ja gut. Und dann, alle anderen haben es abgelehnt. Und dann kam eine Mutter mit ihrer 90-jährigen Tochter. Und die haben auch Auskunft gegeben. Ach, die Mutter war mit ihrer Tochter im Sexshop? Mit ihrer Tochter, im Sexshop, ja. Aber die Tochter war sehr, die war schon sehr, sehr schüchtern. Hm? Ach, schüchtern? Ja, schüchtern. Die Mutter war weniger schüchtern. Die hat Auskunft gegeben. Wie alt warst du? Ich war, kannst du ja ausrechnen, 23. 23? Ja, ich fing gerade erst an, mich mit dem Thema zu beschäftigen und das Testosteron zu spüren. Oder mit den Interviews? Nein, mit dem Sex, mit dem Interviews, ja. Steff hat blöde Fragen hier. Aber wenn ich mal etwas sagen darf, ja.
Rudi Carrell rief dann nach der Nachrichtensendung nochmal an und dann habe ich auch gesehen, dass er der echte Rudi Carrell ist. Das war einer, sind wir wieder bei Notruf. Das ist einer der ganz, ganz großen Fernsehkünstler für mich gewesen, ist es immer noch. Das war so eine Art Symbiose zwischen Johann Lafer und Horst Lichter. Nur, dass er nicht kochen konnte. Aber das ist aber jetzt ein ganz großes Lob. Für euch, ja. Ja, ja, weil Rudi Carrell ist wirklich auch für mich einer der absolut größten im deutschen Fernsehen. Ja. Weil er war zwar ein harter Mann, zu Kollegen hier und da vielleicht auch, aber er war auch genauso genial. Und er hat immer gesagt, das Wichtigste ist fürs Publikum. Das Publikum muss unterhalten werden. Und wenn man es schafft, in einer Sendung das Publikum zum Lachen und zum Weinen zu bekommen, sie aber mit einem Lachen wieder nach Hause zu schicken, erst dann war es eine gute Sendung. Und weißt du, was ich von ihm gelernt habe? Ja? Was denn? Ich hab von Rudi Carrell gelernt, und das kam auch in einem Gespräch raus, dass wir eigentlich gebenedeit sind, solche Sendungen machen zu dürfen und in diesem Medium zu arbeiten. Und von ihm habe ich das erste Mal nicht aus einer religiösen Schrift, sondern aus einem menschlichen Munde das Wort Demut gehört. Man sollte dem Zuschauer gegenüber ein bisschen demütig sein. Und das ist ganz wichtig, das vermisse ich heute häufig im Fernsehen. Demut. Das stimmt. Stimmt, nicht? Ja, und dann finde ich es einen Applaus wert. Danke. Demut ist sowieso eine ganz wichtige Sache. Sieht wunderbar aus. Soll ich nach Hause gehen? Nein, du bleibst bei mir. So, aber ich übergebe jetzt einfach mal demütig an meinen Johann. Und ich muss euch sagen, Demut finde ich ohne dies eine der wichtigsten Tugenden im Leben. Wer nur Demut kennt, der hat Erfolg. Ja. Oder? Ja, genau so. Christine, da möchte ich jetzt auch meinen Senf dazu geben. Ja, bitte, geben, bitte, um hier mach zu bleiben. Mach das doch. In meinem Buch steht eben drin, dass in dem Wort Demut auch das Wort Mut enthalten ist. Und das gehört auch, man braucht auch Mut, um demütig zu sein. Das war jetzt mein Senf des Tages. Ja, gut, wunderbar. Sag mal, Christine, du hast ja schon als kleines Kind, ich glaube mit 9 schon sehr viel Erfolg gehabt als Kinderdarstellerin und bist dann etwas später nach Hollywood. Dort hast du lange gelebt und warst mit einem ganz berühmten Schauspieler verheiratet. Ja, aber zwischendurch war ich vorher noch in Italien. Was viele Leute nicht wissen, in Italien habe ich als ganz junge Frau Christinnen gespielt, die entweder vergewaltigt wurden oder von Löwen gefressen. Das war die Auswahl, mehr oder weniger. Ehrlich? Ja, genau. Und dann bist du nach Hollywood. Und dann, aber ja, weil ich gesagt, nur im Film gefressen wurde, bin ich nach Hollywood, genau. Aber ich hatte vorher noch einen Film mit Kirk Douglas gemacht und da habe ich auch einen Preis gewonnen. Nämlich den besagten Golden Globe. Golden Globe. Der einsam und allein. Die einzige deutsche Schauspielerin, die den gewonnen hat. Ja, fast. Warum? Nastassja Kinski hat auch einen gewonnen. Ja? Ja, wir sind aber die Einzigen. Also immerhin wir zwei. Ich kenne sie zwar nicht. Nein, ich wollte nur sagen, dass der Golden Globe bei mir einsam und allein irgendwo am Regal steht. Weil ich danach, gut, ich habe dann auch eine Weile nicht gefilmt und eigentlich nichts mehr gewonnen habe, außer Preise als Leading Lady Awards und auch ein bisschen was wegen Büchern. Gut, das ist ja auch so, nicht schlecht. So, aber jetzt spielst du eine große Rolle als Botschafterin oder als Leitfigur für viele Frauen, indem du ein Buch geschrieben hast mit Lebenslust. Ja. Erzähl mal ganz kurz, was sind so die essentiellen Aussagen, die du den Frauen mitgeben möchtest? Gut, ich habe einfach das aufgeschrieben, was ich mache. Ich mache jeden Tag Gymnastik und zwar verstärkt für den Rücken und für den Bauch, weil es sehr wichtig ist, im Laufe des, gut, bei euch nicht, im Laufe der Zeit kriegt man einen dickeren Bauch und einen flacheren Hintern, was ich nicht sehr schön finde. Ein flacheren im Hintern? Flacheren Hintern. Ach, flacheren Hintern. Und das hat mit der Muskulatur zu tun und dafür gibt es spezielle Gymnastik. Ja. Zum Beispiel könnten wir jetzt beim Kochen auf den Zehenspitzen stehen, dann würde sich alles von alleine festigen, wobei das Essen wahrscheinlich anbrennt. Okay. Man muss auch Opfer haben. Man muss, ja. Ja. Oh, okay. Jetzt nehmen wir die Kartoffeln. So. Komm ruhig rüber, Hans. Bei uns kann nichts passieren. Wir sind durch. Guck mal, die Kartoffeln halbieren, Forst nebenbei, wenn du reden möchtest, und dann die Kartoffeln bitte reinpressen in den Teig da. Da reinpressen.
Hier ja. reinfressen? Ja, den Blini-Teig. Da kommen eine Kartoffel rein. Mit der Schale? Ja, die Schale. Und wenn du die halbe Schale reinmachst, dann kannst du es noch wieder raus. Ja, ja, ich weiß, das ist wie bei dem Knoblauch. Sag mal, wie liebst du aus deiner Sicht damals in Hollywood für dich? Na gut, ich habe hier etwas gemacht, was man, meine arme Mutter ist fast aus dem Fenster gesprungen. Hier reinpressen, Johann? Ja. Ja, ja. Ja. Und zwar habe ich einen Golden Globe bekommen und hatte furchtbar viele Angebote. Und wollte aber, weil ich mein Leben lang gespielt habe, einfach echtes Leben erleben. War in Hollywood kein echtes Leben? Naja, wie man es nennt. Guck mal, da ist sie nicht wunderschön? Ja, süß. Das bist die du. Deutsche Hepburn, guck mal, fantastisch. Ja. Wahnsinn. Sag mal. Okay. Wie war die Hochzeit? Wie war die Hochzeit, beziehungsweise wie war deine Ehe in Amerika? Na, die Hochzeit war, wie viele Ehen, die schiefgehen, in Las Vegas. Ja. Und das sollte man übrigens nicht machen, falls irgendjemand das vorhat. Und zwar, die sind immer, die gingen so schnell auseinander, wie sie zusammengehen. Und auf jeden Fall habe ich einige Jahre eine sehr interessante Zeit in Los Angeles verbracht als Ehefrau. Und Ehefrauen, das habe ich festgestellt, sind einfach aus der zweiten Reihe, sieht man mehr. Also man sieht mehr von den Sachen und man ist auch wichtig und so weiter. Ist man als Ehefrau da in der zweiten Reihe? Naja, du musst, also man ist nicht vom Licht geblendet, sagen wir mal so. Man ist immer unterstützend, wahrscheinlich wie in jeder Ehe ist man. Aber du warst ja auch ein Megastar. Ja, aber ich habe ja nicht gearbeitet. Ich wollte ja nur Kinder kriegen. Ich habe ja nicht gewusst, wie das ist. Ehrlich? Zwei Töchter? Naja, vorher habe ich keine Kinder gehabt. Ich war ja erst 17, das wäre ein bisschen früh gewesen. Das wäre ein bisschen arg früh. Ja, aber so habe ich mit 19 mein erstes Kind gekriegt. Das ist auch früh genug. Und deswegen bin ich jetzt schon Urgroßmutter, weil wir uns wahnsinnig... Du bist schon Urgroßmutter? Ja, weil wir uns wahnsinnig viel reproduziert haben. Was? Ein schöner Satz. Reproduziert. Reproduziert heißt Hans, es. Du hast 1400 Talksendungen gehabt. Ja. Und kein einziges Kind gekriegt. Doch, aber gemacht. Doch, 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 also ich weiß nicht. Ich habe auch um 5 Uhr mal frei gehabt. Nein, nein, du hast sie gemacht. Ich muss sagen, es gibt einen großen Unterschied zwischen machen und kriegen. Und alle Frauen werden mir das bestätigen. Das stimmt nicht. Wenn Männer Kinder kriegen, also wenn die Frauen Kinder kriegen, die Männer leiden genauso. Ich weiß, das sagen alle Männer, aber es ist, ihr habt eben keine Ahnung, wie das ist. Du hast keine Ahnung, meine Presswehen waren entsetzlich. Ja. Ja, wobei ich schon sagen muss, liebe Christine, ich möchte jetzt auch mal die Breche für die Männer schlagen. Wieso? Wenn wir die Kinder gut macht, haben wir ja nichts dagegen. Nein, nein, es gibt etwas ganz anderes, was ich sehr, sehr wichtig finde, was nie erwähnt worden ist. Es wird uns Männern immer nachgesagt, dass wir nach dem Akt einschlafen würden. Das stimmt nicht. Das ist der Zeugungsschmerz, der uns in Ohnmacht fallen lässt. Stimmt's? Hans? Hans? Ich hab dich dreimal gehabt. Ich bin so froh, dass ich die Zuschrift nicht beantworten musst. Wo wir doch einmal bei dem Thema sind, liebe Christi, du hattest doch einige Affären mit Hollywood-Stars. Ne? Darf man ja offen drüber sprechen, oder? Also kaum. Ich bin eigentlich jemand, der nie drüber... Was heißt kaum? Ja, kaum. Kaum? Wie viel waren es denn? Ja. Na, um Zahlen. Es ist ja nicht... Muss ja keine Zahlen sein, aber nein, gar nicht. Ich habe nur... Aber richtig bekannte Leute. Die eine. Einer war bekannt und der Rest nicht? Nein, jetzt, ich habe mit einem eine Affäre. Erzähl. Nein. Schade. Ich kann Warren Beatty... Guck mal, jetzt presse ich dir schon die ganzen Kartoffeln her. Warren Beatty war es? Warren Beatty, aber ich behaupte, Warren Beatty gibt es zweimal. Er hat mit so vielen Frauen Affären gehabt, die kann er alleine gar nicht geschafft haben. Johann, ich bin hier fertig, ne? Okay, okay. Ja, ich habe alles gepresst davor. Ja, womit, das ist die Frage. Ja, jetzt kommt noch ein bisschen Meerrettich drauf rein. Ja, aber es ist zu wenig. Aber ich habe das auch gerade roh probiert, da hat das auch schon gut geschmeckt. Ja, aber es muss trotzdem gebacken werden. Ja. Also Kochen hat manchmal was mit Hitze zu tun. Ach so, ja. Das wusste ich nicht. Ja. Kann ich das schon hinstellen? Ja, kann ich hinstellen. Was ich bei ihm so gut finde, wenn er sich konzentriert. Guck mal, er ist ja so empfindlich. Guck mal, die Haltung, der macht er immer. Ach. Immer so.
Christine, die typische, ja. Darf ich dich noch mal was fragen? Ich hoffe, es ist nicht unanständig. Es ist überhaupt nicht unanständig, aber du bist ja wirklich schon als Kinder... Wie du guckst, ist alles unanständig. Wenn ich das mal... Doch, er guckt doch so, oder? Schau mal, vor allem jetzt, so ein Hundeblick von unten. Es hilft eigentlich immer. Nein! Okay, also. Ist nicht mal, Christine. Du hast ja mit dem großen Heinz Erhardt schon zusammen vor der Kamera gestanden. Mhm. Wie war für dich diese Zeit? Ich habe Heinz Erhardt. Wir müssen ganz laut reden, weil er gegen uns arbeitet in der Sekunde. Okay. Heinz Erhardt war so fantastisch, weil die meisten Schauspieler, ich war ja ein Kind, hassen Kinder und Hunde. Und der Heinz, weil sie immer die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Aber Heinz Erhardt war so liebevoll und der war so genial, dass er sich Kinder leisten konnte wie mich. Und er hat mir immer zwischen den Szenen Sachen erzählt. Er war ja Lette und er hat mir etwas beigebracht, was ich nie vergessen habe. Und zwar ist es ein lettischer Satz, den ich jetzt gerne zum Besten geben würde. Gerne. Brauchst du mehr Raum? Nur ein kurzer Satz. Ja? Schiss und das und wer etwas. Das heißt dies und das und noch etwas. Aus irgendeinem Grund heißt dies Schiss auf Lettisch. Das war's. Herrlich. Darf ich dir auch ein Gedicht vortragen? Bitte. Ja. Da muss ich hier irgendwas weitermachen? Weil heute 1. November, passend zum Herbst. Mhm. Möchte ich ein Gedicht vortragen. Von Heinz Erhardt? Habe ich auswendig gelernt. Es war nicht einfach. Von Heinz Erhardt. Herbst. Von den Bäumen fallen Blätter. Donnerwetter. Von Heinz Erhardt. Schönes Gedicht, oder? Schönes Gedicht, ja. Du, ein halbes Jahr habe ich das gelernt. Ich bin immer durcheinander gekommen mit Wetter und Blätter. Für 5 Wörter, ein halbes Jahr? Ja. Hätte eigentlich der Wein rein. Ja, jetzt sollte ja fehlerfrei rüberkommen. Ach so, weil ja. Die Theatralik darfst du ja nicht vergessen, nicht dabei haben. Und dein Blick, der war unvergesslich. Der Blick, ne? Ja. Ja. Das sieht oh ja, guck mal, das sieht jetzt gut aus. Schau mal hier, so sehen die aus. Ja. Okay. Ja, aber jetzt fehlt noch... Jetzt wird noch Apfelmus drauf. Da kommt Apfelmus drauf. Ja. Ja. Jetzt kommt hier, jetzt kommt zu dem Stroganoff, ist ja typisch Rote Beete in Russland, ja. Zu dem Fischstroganoff hier. Und dann kommt noch rein viel gehackter Dill. So, jetzt kannst du auch schon deinen Pudding rausholen. Bisschen schöne Petersilie noch oben drauf. Da bin ich fertig essen. Noch ein bisschen Rosmarinzweig anlegen. Weil der ist nämlich auch mit drin. So, warte mal. So. Ah, wisst ihr, was der Beste ist? Moment, wo ist der Kameramann? Komm mal her. Komm, wo ist er? Da oben ist er. Ja, komm mal her. So. Und jetzt mach mal den Mund auf. Ist noch warm. Wunderbar. So. Wenn ich einmal zeigen dürfte, so sieht dieser weiße Schokoladenpudding aus, mit dunkler Schokolade abgesetzt. So, kann man sehen. Wenn er ein bisschen wackelt, dann liegt es nur an mir, weil ich zittere vor Erregung. So, und hier ist das Kalbsgeschnetzelte mit Pastinaken und Wildreis. So. So. So, Hans, kannst du mir helfen, alles an den Tisch bringen? Ja, warte, ich an den Tisch bringe. Ach so, es ist hier, ja. Ich habe jetzt hier noch eine Schisopresse. Ja. Mach das da oben drauf auf mein Geschnetzeltes oben, nee. Diese roten Blätter hier. So. Stroganoff, wie gesagt. Und jetzt kommen noch die Nudeln dazu. Muss ich noch abschmecken und dann tun wir die schön aufdrehen. Und du kannst deine Platte anrichten mit Salat und diese Blinis drauf machen, bitte, gell? Okay, der Salat war. Oh. Salat ist im Kühlschrank hinten. Genau, eben. Hinter dir. So. Ach, endlich sitze ich. Möchtest du vorher am Korken riechen? Nein, ich möchte das Glas voll haben, bitte. Gerne. So. Das sind doch die richtigen Rotweinkelchen. Danke. Ne? Ja. Das ist... So. Danke.
Fangen wir jetzt an zu essen, bevor die beiden anderen kommen, oder wie? Ja, das mache ich häufiger mal zwischendurch, weil ich gucke so gerne Kochsendungen, wenn ich esse. Ich habe mich so gut informiert, dass ich weiß, dass die liebe Christine Weißwein trinkt und keinen Rotwein. Stimmt. Johann, hast du den hier? Ich habe Weißwein drin. Weißwein kommt. Warum trinkst du keinen Rotwein? Der ist aber verdammt rot, der Weißwein. Ich mag keinen Rotwein, ja. Das ist sehr, sehr... Herr Lichter, ich kann ja auch Rot und Weißwein am Geschmack unterscheiden. Aber Gott sei Dank bist du farbenblind. Deswegen ist für dich Weißwein Rotwein, Rotwein ist für dich Weißwein. Ich bin ja froh, dass sie kein Rosé möchte. Ja, gießt du beides zusammen. Ja, ich mich so ungern. So, lieber Hans. Lass die Flasche mal hier stehen. Weißt du, was ich toll finde? Nee, erzähl. Dass du nach so vielen Sendungen, so genialen Erlebnissen bei mir hier sitzt. Auf meiner Seite, bei Lava liegt er lecker. Und ich das Gefühl habe, dass du mich magst. Das ist für mich ein großer Augenblick. Dankeschön. Ich hätte... Wunderschön. Christine, ein Traum. So. Wir wollen den Zuschauern erstmal zeigen, dass auch noch gekocht wurde. Wir haben jetzt hier Meerrettichblinis mit dem Apfelmus und dem Räucherlachs. Wir haben daneben dann diese wunderbaren Bandnudeln, frische Bandnudeln mit einem geschnetzelten von Fisch Stroganoff. Daneben haben wir, wie heißt das nochmal, Horst, hier, da was da bei dir steht? Das ist das Kalbsgeschnetzelte mit Wildreis und Pastinakengemüse. Aha. Es ist nur nicht ganz so groß, weil wir haben zwischendurch häufiger probiert. Nein, das ist kalt, das ist Vorspeise. Ja, ja, das ist Vorspeise. Ja. Das ist der Schokoladenpudding. So. Weißer Schokoladenpudding. Ich muss jetzt noch mal, entschuldigen, aber ich brauche jetzt noch mal eine Minute für Christine, weil ich muss sie noch was fragen. Jetzt haben wir heute so viel gesprochen über das Thema Lebenslust und Amerika und Hollywood. Eine Frage noch vielleicht, die mich persönlich interessiert. Mhm. Was muss ich tun, damit ich im Alter wie du, du feierst im Januar ganz großen Geburtstag, so aussehe? Eine Geschlechtsumwandlung? Nein. Dann hätte ich niemanden, mit dem ich flirten würde. Weil das passiert einmal alle 100 Jahre. Ich bin ja fast 100. Das heißt... Dankeschön, Lava Lichter lecker. Ist einer der schönsten.